Hallo Leute, am 14.05.2020. Morgen ist die Monatsmitte erreicht. Heute war Sonja da, gestern habe ich kein Video gemacht, weil ich schon vor 8 eingeschlafen bin und zu müde war zum Video aufnehmen. Ich habe es zwar funktioniert probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und gestern mit Claudia habe ich getratscht und geraucht und Kaffee getrunken und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Nur war es sehr anstrengend für mich, wieder mich zu konzentrieren und dass halt jeden Tag wer da ist. Ich glaube, die Umgewöhnung dauert noch ein bisschen. Aber naja, heute war Sonja da. Und ich hatte das Gespräch mit Christoph. Dabei hat Sonja sich rausgesetzt lesen. Und das Gespräch mit Christoph war ganz gut. Aber eher so über Alltagsdinge und so. Und mit Sonja habe ich auch mehr gesprochen als beim letzten Mal. Aber so richtig Stimmung ist erst gegen Ende aufgekommen. Und dann habe ich sie nach Hause geschickt um 5:30. Weil ich heute noch duschen war. Gerade eben. Und deswegen sind meine Haare auch noch ein bisschen nass und nicht gekämmt. Und es war aber mit Sonja ganz nett und ich freue mich auch, wenn sie am Samstag kommt. Mit Sonja ist es immer etwas leichter, weil sie meine Gewohnheiten schon kennt. Und eigentlich nicht so hilflos ist, wenn ich nicht so viel rede und ja, ich kann sie auch mal eine halbe Stunde ignorieren oder nicht mit ihr reden und sie weiß sich trotzdem was anzufangen und sie ist nicht irritiert oder sonst irgendwas und das ist halt bei Claudia schon noch so der Fall. Obwohl Claudia sehr viel Respekt mir gegenüber zeigt und es akzeptiert, auch wenn ich mal nicht zu viel rede und wenn ich sehr müde bin oder so. Und von daher läuft es zwischen beiden ganz gut. Ich habe mich gestern und heute nicht geschminkt. Heute nicht, weil ich heute am Abend duschen gehen wollte und das hätte sich nicht ausgezahlt. Und gestern nicht, weil ich die Zeit übersehen habe. Morgen möchte ich mich wieder schminken. Morgen habe ich keinen Besuch da. Da kann ich mich mal erholen. Und am Samstag kommt dann wieder Sonja. Gestern hatte ich ein Gespräch mit Kerstin. Wir haben über verschiedene Entwicklungen mit Corona und so gesprochen. Und darüber, dass ich mir meine Freiheit wieder kämpfen muss, was meine Vorsicht meiner Eltern angeht. Und dass ich halt Stimmungsschwankungen hatte und aber heute geht's mir eigentlich wieder ganz gut. Gestern war die Stimmung noch etwas getrübt. Getrübt und das Konzentrieren ist mir ziemlich schwer gefallen. Aber ja, das ist heute auch besser. Und
Morgen habe ich noch nichts vor, außer Videos schauen, mich schminken und ein paar Telefonate. Vielleicht auch mit Kerstin, obwohl wir es Samstag ausgemacht haben. Wir machen uns jetzt immer feste Termine aus, weil sonst der eine auf den anderen wartet und umgekehrt und wartet, dass jemand anruft. Aber das passiert halt dann nicht und dann ist jeder von uns enttäuscht und dann dauert es Tage, bis wir wieder Kontakt haben. Und ich merke, dass ich diese regelmäßigen Gespräche schon brauche. Auch mit Christoph, wenn es alltägliche Dinge sind. Sonst gibt es nicht viel Neues. Wir haben Zimmer aufgeräumt vorgestern und abgestaubt und deswegen hatte Sonja heute nichts zu tun und hat gelesen, als ich mit Christoph telefoniert habe und ja, das war so im Großen und Ganzen alles die letzten Tage, seit ich kein Video mehr gemacht habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.